Einen wunderschönen guten Tag auf YouTube. Hallihallo. Schön, dass du wieder reinschaust bei diesem super entspannten Spiel. Das muss ich echt mal sagen. Es ist wirklich ein schönes, entspanntes Spiel. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und wir werden nun noch mal ein bisschen mit Hiro unsere Mindmap füllen. Ich hoffe, das Spiel hat jetzt gespeichert, weil wir hatten ja schon ein paar Sachen aufgenommen. Denn für unseren super Spürnasen-Detektiv? Detektiv, ne? Wissen ist ja absolut alles für den, ne? Also je mehr er über andere Personen weiß und gerade hier im Zug, ist das für den essentiell. Und ich glaube, er würde auch so, wenn wir jetzt nicht diese Figur steuern würden, würde er sich trotzdem noch einige Informationen aneignen. Aber ich glaube, wir müssen das nochmal nachspielen. Bitte, mon ami, leisten Sie mir Gesellschaft. Okay, dann mach ich das mal schnell. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen Ihren Umer zu bestellen. Das hatten wir ich ja schon, danke ne? Ihnen. Es scheint, dass unsere Mitreisenden heute Abend wieder alle hier versammelt sind. Ach, wenn ich doch nur so begabt wäre wie Balzac, könnte ich diese Szene in Worte kleiden. Oh, das wäre doch mal eine Idee. Ah, Sie sehen das auch so. Ich glaube, das wurde noch nie gemacht, n'est-ce pas? Und doch haben wir hier eine Menge Stoff für Romantik, mon ami. Überall um uns herum sind Menschen aller Stände, aller Nationalitäten und jeden Alters. 3 Tage lang werden diese Menschen, die einander völlig fremd sind, zusammengebracht. Sie schlafen und essen unter einem Dach und können einander nicht entfliehen. Am Ende der Reise trennen sich ihre Wege. Und sie werden sich vielleicht nie wiedersehen. In der Tat, das lädt uns dazu ein, ihr Leben zu beobachten und darüber zu spekulieren. Oh, ich kenne Sie, mon ami. Selbst jetzt ist Ihr Geist am Werk. Lassen Sie ihn uns testen. Was halten Sie zum Beispiel von diesen beiden? Ja. Mamma mia, diese Lokomotive hat Dampf. Wir erklimmen. Oh, und? Aha. In die Berge mit Leichtigkeit. Mit Pferdestärken kenne ich mich aus und dieses Schmuckstück hat in sich. Züge haben was Besonderes an sich. Das muss ich Ihnen lassen. Ich verkaufe Spielzeug. Und die Modelleisenbahnen zählen zu unseren Verkaufsschlagern. Und zwar nicht nur für Kinder. Verkaufen Sie auch Modellautos? Sicher. Aber ich finde Züge trotzdem besser. Oh, mein Freund, was haben Sie gegen Autos? Wissen Sie, ich arbeite bei Fortuna in Italien als Pressesprecher. Wir produzieren die nächste Generation von Elektroautos, den Fortuna Firenze. Ein wunderschönes Automobil, so schön wie Florenz. Die Konkurrenz schaut uns so neidisch hinterher, dass sie aufpassen müssen, nicht gegen die Wand zu fahren. Ich wollte Ihnen nicht auf den Schlips treten. Züge haben einfach was Magisches an sich. So. Das und das und das. Et voilà. Der laute Gentleman ist sehr selbstbewusst, ein Herr über sein eigenes Schicksal. Der Tonfall ist genauso wichtig wie die Wortwahl. Er glaubt an den Sieg und auch daran, dass er derjenige ist, der gewinnen wird. Sie sind ein Magier. Ach, das ist kein Taschenspielertrick, mon ami. Es ist einfach Beobachtung. Ich habe meine Tochter besucht. Sie arbeitet in der amerikanischen Botschaft in Istanbul. Ich habe ihr gesagt, dass sie dort niemals einen Ehemann finden würde. Da ich auf dem Rückweg Paris sehen wollte, sagte sie mir, ich solle diesen erstklassigen Zug nehmen. Ich kann es kaum erwarten, Paris zu sehen. In den Filmen sieht es wunderschön aus. Aber es kann nicht schöner sein als Schenectady in den guten alten US of A. Dort lebe ich zurzeit. Und Sie, Miss Debenham, nicht wahr?
Woher kommen Sie? Ich wurde im Vereinigten Königreich geboren. Oh, das ist in England, nicht wahr? Was machen Sie beruflich? Ich bringe Kindern in anderen Ländern Englisch bei. Wie interessant. Oh, ich wünschte, ich würde eine Fremdsprache sprechen. Meine Tochter spricht mehrere Sprachen. Lassen Sie mich Ihnen von Ihrer Arbeit erzählen. Sie ist sehr wichtig. Okay. Du bist Britin, Englischlehrerin und du hast 23. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Sie können viel über jemanden lernen, indem Sie ihn einfach beobachten und durchzuhören. Diese Dame zum Beispiel ist zurückhaltend. Sie gibt wenig Preis. Sie ist in sich gekehrt. Irgendein Geheimnis veranlasst sie dazu, ihrer Tischnachbarin zu erlauben, das Gespräch zu führen. Ich gebe zu, dass das, was ich in Istanbul gesehen habe, in diesem Fall mehr vermuten lässt. Aber ich werde ihre Privatsphäre respektieren. Sie erstaunen mich immer wieder. Mon ami, das ist eines der besten Desserts, das ich je gegessen habe. Sie haben schon immer eine Schwäche für Süßes gehabt. Aber das hier, das ist ein Meisterwerk. Ich verstehe nicht, wie ein Dessert so gut sein kann. Ich würde gerne das Rezept wissen. Gut, bis hierhin habe ich dir zwar nachgestellt. Und dann gucken wir mal. So, Jubiläum, Reise. Ach so, das ist das Ticket. Okay. Mein Abteil für die Nacht. Genau. Und mein neues Abteil für die Nacht in der 202. Ich muss jetzt nicht mehr wie eine Bergziege auf das obere Bett klettern. Ach. So, Mademoiselle Nielsen. Ich werde versuchen, für meinen Freund Buck Mademoiselle Nielsen Rezept zu besorgen. Schließlich schulde ich ihm etwas, genau. 0 von 3. Na, da bin ich ja mal gespannt. Haben wir denn noch? Sonst haben wir hier niemanden, ne? Die beiden, die. Aber ich kann mich nur um. Ah, okay, warte, Moment. Ich analysiere jetzt, was da drin ist. Ah. Himbeeren, unten könnte ein Walnussmus sein. Obladen. Und das hier ist Zitronenmus. Ich konnte nicht herausschmecken, welche Eissorte das ist. Zitrone, hätte ich gesagt, ja. Sieht aus wie Zitrone. Sehen Sie sich die Schale an. Ja, ich war mir nicht sicher, was das ist. Und da Himbeeren drauf? Was ist das für eine rote Frucht? Na, du das nicht weißt. Ich hab gesagt Himbeeren. Für Erdbeeren sind die Kugeln zu... Die Form passt nicht und die Kugeln sind zu groß. Es sieht aus wie eine Himbeere. Hm. Sie haben ein gutes Auge, Poirot. So. Das Biscuit ist die Grundlage des Desserts. Also ich würde es auch essen. Ist darauf aufgebaut. Was meinen Sie? Zerbröseltes Biscuit Mousse Schokolade. Nee, Mousse Schokolade, dafür hat es zu viel, das hier. Es sieht aus wie zerbröselte Kekse, mon ami. In der Tat, sehr gut beobachtet. Poirot, es ist mir peinlich, Sie um einen so großen Gefallen zu bitten. Mon ami, ich bin in diesem Zug, weil Sie mir einen großen Gefallen getan haben. Wie kann ich Ihnen helfen? Dieses Dessert ist sublim. Wenn ich doch nur das Rezept hätte. Leider wird die Konditorin, Mademoiselle Nielsen, ihre Geheimnisse hüten. Aber Sie, mon ami, ich bin sicher, dass Sie sie zum Geständnis bringen können. Ah, Sie Schlingel, Sie möchten, dass ich die Konditorin überrede, Ihr Rezept zu verraten.
Sie sind doch Experte für Verhöre. Bug, es ist nur ein Dessert. Es ist der König der Desserts. Sie, mon ami, der Sie, wie Sie sagen, nur in diesem Zug sitzen, weil ich... Ich bin ganz beschämt, Sie daran zu erinnern. Gut, gut, Sie haben gewonnen. Schon wieder. Was würde ich nicht alles für meinen Freund tun? Vielen Dank, Poirot. Bonne chance. Ist er in das Dessert verliebt oder in Sie? Ach, wie schön. Okay, na dann, auf geht's. Schnurrbart richten. Let's go. Guten Abend, Mademoiselle. Guten Abend, Monsieur. Was kann ich für Sie tun? Das war ein ehrliches Dessert, das Sie uns heute Abend kredenzt haben. Ich wollte Ihnen persönlich sagen, wie sehr es Monsieur Bug und mir gemundet hat. Vielen Dank, Monsieur. Es ist sogar so gut, dass Monsieur Bug darauf besteht, zu erfahren, wie Sie es gemacht haben. Oh, Sir... Es tut mir leid. Sie müssen wissen, dass eine Köchin niemals ihre Rezepte verrät. Aber nun, Sie haben mir mit dem Kühlschrank geholfen. Und ohne den Platz darin für mich hätte es kein Dessert gegeben. Nun gut, um das heutige Dessert vorzubereiten. Zuerst schmelze ich Zucker, um Karamell zu erhalten. Dann verteile ich dieses Karamell, um Twill zu formen. Zwischen zwei Twill gebe ich eine kleine Kugel Zitroneneis. Dann wird das Ganze auf einer Krone aus Erdbeeren drapiert. Poirot, sogar in einer solchen Situation bist du misstrauisch. Die Konditorin hat ihr geschätztes Rezept ein wenig zu leichtfertig aufgegeben. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht ganz ehrlich zu mir war. Aber erstmal ganz viel Honig ums Maul geschoben. Welcher dieser Sätze enthält eine Lüge? Zuerst schmelze ich Zucker, um Karamell zu erhalten. Dann verteile ich dieses Karamell, um Twills zu formen. Zwischen zwei Twills gebe ich eine kleine... Achso, die. Für mich sah das aus wie zwei Obladen. Aber es könnten auch Karamellplättchen gewesen sein, die ziemlich groß waren. Und dazwischen war das Zitroneneis. Das Ganze, dann wird das Ganze auf eine Krone aus Erdbeeren drapiert. Also das auf jeden Fall. Danke, dass Sie Ihr Rezept mit mir teilen, aber ich bezweifle, dass Sie wirklich Erdbeeren verwendet haben. Ups, Sie haben ein gutes Auge, Monsieur Poirot. Nun gut, was denken Sie, welche Früchte ich verwendet habe? Himbeer natürlich. Stachel, ja. Sie haben Himbeeren und keine Erdbeeren verwendet. Ich lasse mich nicht täuschen. Sie haben recht. Monsieur Bug konnte den Unterschied nicht erkennen. Kommen wir nun zum unteren Teil des Desserts. Mein Lieblingsteil des Desserts. Zuerst habe ich etwas Butter geschmolzen. Ich habe Schokoladenstücke in die Butter zerbröselt. Dann habe ich die Mischung in eine runde Form gegeben. Und schließlich habe ich das Ganze abkühlen lassen, damit es aushärten kann. Ich habe etwas Butter geschmolzen. Oh, Moment. So. Ich habe Schokoladenstücke in die Butter. Dann habe ich die Mischung in eine runde Form gegeben. Rund ist es ja. Und schließlich habe ich das Ganze abkühlen lassen, damit es aushärten ist. Ich glaube, da ist keine Schokolade drin. Ich kann mich natürlich auch irren, aber ich vermute, dass da keine drin ist. Es ist sicherlich keine Schokolade, die Sie zerbröselt haben. Wie ich sehe, haben Sie einen ausgezeichneten Gaumen. Wissen Sie, welche Zutaten ich verwendet habe? Oh, ich sehe zerbröde Biskuit. Eine geschickte Konditorin könnte zerbröselte Kekse mit Butter mischen, um diese köstliche Grundlage zu schaffen. Richtig. Sie kommen dem gesamten Rezept näher. Näher? Ich habe schon Mörder entlarvt und das stellte sich als einfacher heraus als dieses Unterfangen. Ich stelle Sie vor eine letzte Herausforderung. Ich bin mir sicher, dass Sie die Reihenfolge, in der ich meine Zutaten mische, herausfinden können. Wenn Sie das schaffen, haben Sie sich mein Rezept verdient. Mademoiselle, den Mord an Roger Ackroyd aufzuklären war einfacher als das hier. Tja, neue Verbindung, das Dessertrezept. Okay. Die Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Die Eier werden als erstes oder als letztes hinzugegeben. Die Orangenschale wird später hinzugegeben als das Mehl. Man sollte Zucker und Milch niemals direkt nacheinander hinzugeben. Der Zucker wird später hinzugegeben als die Vanille.
Mhm. Die Eier und die Orangenschalen stehen im Rezept direkt nebeneinander. Okay. Also ich würde sagen, zuerst das Mehl. Nein. Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Eier werden als erstes oder als letztes hinzugegeben. Ups. Hoppala. Hab vergessen zu halten. Also als erstes Eier. Mehl. Nein, Vanille, sorry. Zucker sollte Milch direkt nacheinander. Also so. Zucker wird später hinzugegeben als Vanille. Zucker so, so. Zucker und Milch niemals direkt zusammen. Okay, ich hoffe, ich habe alles. Ah. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Ich hab's nicht richtig durchgelesen. Mehl, Eier werden als erstes oder als letztes hinzugegeben. Orangenschale wird später hinzugegeben als das Mehl. Passt. Man sollte Zucker und Milch niemals direkt nacheinander hinzugeben. Habe ich nicht. Die Orange kam dazwischen. Der Zucker wird später hinzugegeben als die Vanille. Ja. Eier und die Orangenschale stehen im Rezept direkt nebeneinander. Ah. Deswegen. Okay. Moment. Eier werden als erstes hingegeben. Schokolade wird später hinzugegeben. Zucker wird später als die Vanille hinzugegeben. Eier und die Orangenschale stehen im Rezept hintereinander. Und die Vanille wird kurz vor dem. Also, ob das kurz vor dem wäre, natürlich. Zucker wird später hinzu. Okay, ich probiere es nochmal. No, nicht okay, gut. Dann war das eben schon besser. Verdammt! Ups, halt. Klingt. Vanille wird kurz vor dem Mehl. Eier werden als erstes oder als letztes hinzugeben. Vielleicht auch als letztes. Obwohl das bei den Eiern wahrscheinlich schon richtig war. Orangenschale wird später als das Mehl. Man sollte Zucker und Milch niemals direkt hintereinander geben. Zucker wird später hinzugegeben als Vanille. Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. So, dann wäre das ja theoretisch so, ne? Eier und Orangenschale stehen im Rezept direkt nebeneinander. Und ich dachte, Ah, okay. Warte. Orangenschale wird später hinzugegeben als das Mehl. Zucker und Milch niemals zusammen. Zucker wird später als Vanille. Eier und die Orangenschale stehen direkt nebeneinander. So. Vanille kurz vor dem Mehl. Eier als erstes und als letztes. Orangenschale wird später hinzugegeben als das Mehl. Ah. Zucker und Milch niemals direkt hintereinander. Zucker wird später hinzugegeben als die Vanille. Zucker. Eier stehen direkt nebeneinander.
Der Zucker macht mir irgendwie Sorgen. Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Orangenschale wird später als das Mehl. Guck mal. Zucker wird später hinzugegeben als Vanille. Eier und Orangenschale stehen direkt nebeneinander. Also Eier, Orange. Orange wird später hinzugegeben als das Mehl. Man sollte Zucker und Milch niemals direkt nacheinander hinzugeben. Zucker wird später hinzugegeben als Vanille. Es steht nie da, wann die Milch reingegeben wird. So? Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Ja. Eier werden als erstes oder als letztes hinzugeben. Orangenschale wird später als das Mehl hinzugegeben. Man sollte Zucker und Milch nie zusammen machen. Der Zucker wird später hinzugegeben als die Vanille. Eier und Orangenschale stehen direkt hintereinander. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Sehr schön. Uff, alles klar. Wie versprochen gehört mein Rezept Ihnen. Geben Sie mir 5 Minuten, um es für Sie aufzuschreiben. Haben Sie Dank, ich stehe in Ihrer Schuld. Ich kann diesen Moment nutzen, um meine kleinen Beobachtungen über die Passagiere fortzusetzen. Gut. Machen wir das. Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ich bin solche Mahlzeiten nicht gewohnt. Haben Sie keine Juten-Restaurants in Kenia? Eigentlich schon. Es sind eben nicht mehr die 1930er. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Hat Ihnen das Essen nicht geschmeckt? Der Hummer war nicht durchgejart und die Kartoffeln waren zu trocken. Als Assistentin von Prinzessin Dragomirov sind Sie es sicher gewohnt, gut zu essen. Kochen ist eine Kunst. Man muss keine Kochmütze tragen, um ein Künstler zu sein. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Currywurst. Das ist eine Spezialität von mir. Könnte ich sein, die Antwort? Die könnte ich raushauen. Currywurst. Ich würde auch sagen, sie ist eine Deutsche, auch wenn sie ein bisschen Berliner Dialekt drin hat. Sie ist Assistentin und sie ist so um die 33. Hast du gehört? Meiner. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Sehr schön. Currywurst. Jetzt habe ich auch Bock auf Currywurst. Ich habe gestern Abend große Fortschritte bei den Ausgaben gemacht, Sir. Ich sollte bis morgen früh fertig sein. Ich dachte, Sie würden Arbeit schnell erledigen, Hector. Tut mir leid, Sir. Die Arbeit hier ist nicht so komfortabel wie in unserem Büro in Boston. Sie haben Glück, in so einem Zug mitfahren zu dürfen. Okay. Er ist Amerikaner und er ist ein Sekretär und ich würde sagen, er ist ungefähr 40 Jahre alt. Et voilà. Bitte sehr, Sir. Mein Rezept. Bitte sagen Sie Monsieur Bouc, dass er nicht mit meinen Rezepten für die anderen Desserts rechnen darf. Vielen Dank, Mademoiselle. Ich weiß, dass er diese Geste aufrichtig zu schätzen weiß. Und ich werde dafür sorgen, dass er die Nachricht erhält. Okay. Wieso war das gerade so gezeigt worden? Also ihr Armband habe ich mir gerade gemerkt. Das hatte so leichte Verknüpfungen. Das war so geknüpft mit Weiß und Schwarz. Irgendwas war gerade sehr auffällig. Und dieser Zettel vielleicht noch. Ich habe Mademoiselles Niesenaufgabe erfolgreich absolviert. Sehr schön. Aber irgendwas stimmt da gerade nicht, ne? Will ich nochmal mit dir reden? Ja, Monsieur? Mehr nicht, okay.
Poirot, Sie waren so lange fort. Das war eine größere Herausforderung als erwartet. Das ist wunderbar. Mussten Sie dafür Ihre kleinen grauen Zellen anstrengen? Es war eher eine Übung für meine kleinen Geschmacksknospen. Vielen Dank, mon ami. Essen Sie Ihr Dessert. Sie haben es sich verdient. Guten Abend. Mein Name ist Ratchet. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich das Vergnügen mit dem berühmten Hercule Poirot habe? In der Tat, Monsieur. Ihre Heldentaten sind auf meiner Seite des Atlantiks wohl bekannt. In meinem Land kommen wir schnell auf den Punkt. Mr. Poirot, ich möchte, dass Sie einen Auftrag für mich übernehmen. Wären Sie daran interessiert, viel Geld zu verdienen? Monsieur, meine Klientel ist heutzutage begrenzt. Ich übernehme nur sehr wenige Fälle. Ja, das verstehe ich natürlich. Aber ich spreche von sehr viel Geld, Mr. Poirot. Sehr viel Geld. Hm. Dicker Kerl. Nationalität. Okay, er ist Amerikaner. Er ist sehr wahrscheinlich irgendein Geschäftsmann. Und um die 35? Ich würde ihn eher auf 62 schätzen. Das ist die richtige Antwort. Was soll ich für Sie tun, Monsieur Ratchet? Mr. Poirot, ich bin ein reicher Mann. Ein sehr reicher Mann. Männer in einer Position wie der meinen haben Feinde. Ich habe einen Feind. Monsieur, wenn ein Mann dazu prädestiniert ist, Feinde zu haben, dann beschränkt sich das meiner Erfahrung nach nicht auf einen einzigen Feind. Ja, ich verstehe Ihren Punkt. Feind oder Feinde, das spielt keine Rolle. Was zählt, ist meine Sicherheit. Mir wurde gedroht, Mr. Poirot. Nun, ich bin ein Mann, der ziemlich gut auf sich selbst aufpassen kann. Aber so wie ich es sehe, kann ein wenig Sicherheit nicht schaden. Und denken Sie daran, es geht um sehr viel Geld. Ich bedauere, Monsieur, dass ich Ihrer Bitte nicht nachkommen kann. Warum nicht? Was ist Ihr Problem? Bitte verzeihen Sie meine Direktheit. Ihr Gesicht gefällt mir nicht, Monsieur Ratchet. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich nun gerne meinen Kaffee trinken. In Ruhe. Mhm. Lege dich im neuen Abteil schlafen. Okay. Ich würde sagen, wir gucken aber erst noch mal ganz kurz. Vielleicht finden wir ja noch einen Schnaubart. Ich sollte mich in meinem Abteil ausruhen. Ich traue Monsieur Ratchet nicht über den Weg. Ich auch nicht. Hier doch auch irgendwo ein Schnaubart liegt. Oh, ich kann hier rein. Was? Ich will einfach so eine Flasche nehmen? Ja. Frederico. Nix. Aber ich kann noch nicht mehr zumachen. Ich muss hier jetzt auflassen. Der geht von alleine zu. Gott sei Dank. Irgendwas da ist doch ein Schnurrbart. Danke. Eine weitere wunderbare Trophäe für meine Sammlung. Magnifique. Magnifique. Okay, und hier hinten ist ab. Was habe ich aus dem Augenwinkel? Aus dem Augenwinkel habe ich nichts gesehen.
gerade noch ein bisschen die Landschaft begutachten. Gepäckwagen. Achso, da geht's gleich weiter. Na, dann gehen wir doch mal ins Abteil schlafen. Liegt auch nichts rum. Hier noch mal gucken. Nö. War hier der Lagerraum. Jetzt ja auch nichts getan. Ein Schlummertrunk, Monsieur Poirot? Eine Tasse Kaffee, Monsieur Fouché, dann werde ich mich in mein neues Abteil zurückziehen. Ich bin mir sicher, Sie werden die Bequemlichkeit schätzen. Haben wir angehalten? Ja, Monsieur. Bahnhof Belgrad. Wenn Sie etwas frische Luft schnappen möchten, ist jetzt die richtige Zeit dafür. Der Zug fährt um 9.15 Uhr ab. Nun, ich sehe, dass es schneit. Ich will mir keine Erkältung zuziehen. Wahrscheinlich eine kluge Entscheidung. Darf ich Ihnen zu Ihrem Kaffee ein Stück Schokolade empfehlen? Sie wird von meinem Vater, dem besten Schokoladier der Schweiz, hergestellt. Wie könnte ich ein Stück Schokolade mit einer so guten Empfehlung ablehnen? Ich bin mir sicher, dass sie Ihnen schmecken wird. Und bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie noch etwas benötigen. Okay, er ist Schweizer und Barkeeper und sehr jung. Ich schätze ihn auch so auf 28. Das war einfach. Alles war perfekt. Vielen Dank. Aber gern. Benötigen Sie noch irgendetwas, Monsieur? No, ich nehme ein Stück Schokolade. Gut. Okay. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Aufnahme wieder und werden mal schauen, was so heute Nacht passiert am Bahnhof von Belgrad. Es könnte ja jemand hinzusteigen. Zum Beispiel. Also dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst doch ein Like oder ein Abo da. Ich freue mich drüber und bis dann. Tschüss.